den Salto ihn trafen und sich Molly nannte oder sowas. Molly! Meinst du etwa den Hagen? Ja, ich meine den Hagen, du Dumpfbacke. Was? Der blonde Typ? Das passt sogar. Ja, der ist es. Er sagte, er würde Justin platt machen. Woher weiß sie das? Nun, sehe ich geplättet aus? Es war ein harter Kampf. Aber der Typ, wie kann er mit dem Jungen reden? Wer denkt er, wer er ist? Er kann mit ihm reden und ich nicht. Verdammt nochmal. Zuerst müssen wir den Jungen retten. Also los geht's. Okay, können wir wohl nicht einfach runterspringen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, drehen wir lieber noch eine Runde. Und kriechen weiter durch Schächte. Ja, es könnte ja eine Kette geben, an der man runterklettern kann. Ups. Vielleicht. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher gerade. Ob man da runterklettern kann. Hier passiert nichts, wenn ich die dann einfach weiter. Aktionstaste drücke. I was wrong. Like always. Sometimes I wish I were Justin. Du hast dir schon immer gewünscht, ein Junge zu sein. Hm. Du. Justin, schau! Eine rote Tür! Vielleicht öffnen die rechten Knöpfe die Tür. Ich will nicht. Aber ich kann hier nicht raus. Es sei denn natürlich, an den anderen Türen öffnen diese Dinger auch die Tür. Ich glaube, da kannst du an den Fässern nochmal hoch. So wie du, genau. Zum nächsten Schacht. Wenn du diese Knöpfe drückst, öffnen sie die Tür. Lass mal sehen. Erst. Ah, kann ich jetzt den Konami-Code eingeben? Ob der was bringt? Fehlt dir aber zwei Knöpfe. Hoch, oben, oben. Unten. Unten. Links. Rechts. Links. Rechts. Ah, verdammt. Ach, fick dich, Ubisoft. Mach nichts Dummes. Versuch irgendwie die Tür zu öffnen, Justin. Ja, oder toll. Und wie soll ich diesen verdammten Code rauskriegen? Ich hab nicht zufällig ein Code-Knackgerät bei mir. Ja. Ist ja nicht so, dass irgendwer ihn verraten würde. Oh. Ja, ist ja auch nicht so, dass irgendwer den Schlüssel in die Gefängniszelle wirft. Hey, die schönsten weiblichen Offiziere wurden gewählt. Hier sind die. Ja, musst weiterlesen, das gehört noch dazu. Ergebnisse des Wettbewerbs. Und? Ist Lieutenant Lean wieder die Nummer 1? Of course! Ich hätte es wissen müssen. Sie ist bei Weitem die Beste, gefolgt von Hauptmann Mio. Lieutenant Lean ist wirklich beliebt bei ihren Untergebenen. Ach, die alle ihre Sadomaso-Methoden mögen. Ja. Ah ja. Da kommen wir wohl nicht weiter. Irgendeiner von diesen Spacken muss doch mal diesen Türcode ausplaudern. So, links, glaube ich. Es, ich kann hier gar nicht abbiegen, weil wir jetzt unter der Brücke entlang krabbeln. Ja, ich habe es wieder mal zu spät gesagt. Und hier geht's nur links lang. Alles okay, Hauptmann Saki hat gerne dann auf den Grandeur. Oder was, wie man das auch immer ausspricht.
Grandeur. Grandeur. Was ist das? Boah, sie haben uns gefunden. Da ihr militärische Geheimnis kennt, darf ich euch nicht leben lassen. Game over. Oh, ich krieg sogar einen Kampf. Und die Musik ist ganz anders. Ach komm. Ich habe zwar seit 2 Jahren nicht mehr gespielt, aber kämpfen kann ich immer noch. Ich musste nur mal wissen, was meine Fähigkeiten so alles waren. Warum ist eigentlich immer da und so ein in der Kampfmusik? Das sind die Soldaten. Nein. Nicht? Nee. Hm. Ich weiß nicht, welche Musik es hier spielt. Ich dachte, du hast wieder mal den Soundtrack parat, so wie früher. Ach, du hast dich echt verändert. Ja, da steht dann nicht Soundtrack für die und die Situation. Ja, das hier ist ein Kampf. Vielleicht Battle Theme 4 oder 5 oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist es nicht. Aber ich glaube, der Soundtrack ist sowieso unvollständig. Die bleiben doch, die explodieren nicht, die bleiben einfach liegen. Ja. Gib Fina mal wieder die Peitsche, damit sie das bisschen trainiert. Ach, die Peitsche. Die Peitsche. Die Peitsche. Peitsche. Peitschek. Peitsche, John. Okay. Oder was gibt's da in der Kiste? Ja, erstmal hier. Ja, erstmal. Lederpeitsche. S-Uniform. Soldatenuniform. Ja. Wahrscheinlich. Nicht noch irgendwie. Alle Mana-Eier müssen wir behalten. Oh, das kannst du Justin geben. Den Technik sagen. Also dieses Wind. Wind-Amulett kannst du weggeben. Und den Samen, den gibst du Justin. Du meinst diese Kirsche? Genau. Ja, Kirschensamen. Ach, sie. Okay. Toll, jetzt hab ich einen Ohrwurm. Hattest du vor 2 Jahren auch. Ja. Also Justin macht sie schwächer, Sue macht sie stärker und Fina macht sie stärker. Fina kriegt sie. Sue kriegt nix. Sue hat eh mehr Verteidigung als Ja, Fina. Deswegen. Hm. Aber wir sind endlich... Oh, wow, was ist das für ein Poster? Genau, Poster von einer Frau mit... extrem lang Bein. Ich dachte erst, es wäre ein dicker Bauch. Mrs. Santa. Santa Baby. Santa Claus. Kann der nicht mal da hochklettern? Du fällst nur immer runter. Ach, jetzt. Ups. So. Santa Baby. Was denkst du von der neuen Welt? Ist es nicht härter als Parm? Ha! Überhaupt nicht! Ich bin froh, mit über Leuten wie Ihnen zu arbeiten, Sir! Über Leuten! Über Leuten! Oh, ich bin nicht überlegen. Ich bin unterlegen. Ja. Und sagte, in diesem Raum spukt es. Eine Nacht in diesem Zimmer zu verbringen, ist schon viel. Wer es wagt, eine Nacht auf dieser Ebene zu verbringen. Hey, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ja, nein. Ruhe! Hör auf damit! Wessen Idee war es, das hier unseren Mut zu testen? Ich bin durstig.
Erstklassiger Soldat, vergiss nie zu essen. Man weiß nie, wann eine Schlacht schlecht verläuft und man kein Essen mehr bekommt. Da ist was dran. Ja, da ist noch ein Durchgang, ich weiß. Aber hier können wir rausgehen. Invasoren! Invasoren, ja genau. Der Dude hat Eier, er kämpft allein. Oh, es sind drei. Er hat sich geklont. Ja, aber bei den Soldaten. Bei Normalmonstern ist ein Monster im Kampf vielleicht zwei und bei Soldaten sind es drei. Das heißt, wenn auf dem Feld zwei Soldaten sind, sind es insgesamt sechs. Boah. Wenn man rechnen kann. Ja, Deutsche können nicht rechnen. Ich muss aufs Klo. Ich mache auf die Gegner drauf. Vielleicht sterben sie dann schneller. Ja. Gibt's ein paar mit der Keule drüber. Ach, dann brenn noch mal eine schöne Runde. Looky here. Looky here, cookie here. Na egal. Brennt einfach. Hört natürlich auch keiner, wenn ich hier jetzt mal so laut halt Soldaten in den Brand stecke, aber was soll's. Ja, und zum krönenden Abschluss. Bam. Liegen in einer netten Formation da, die beiden so mit ihren gekreuzigten Beinen. Oh yeah, oh yeah. Gab's überhaupt was? Außer jetzt eine Soldatenleiche. Oh, hier kann ich tatsächlich raus. Das ist nicht schlecht. Aber ich komme nochmal zurück hoch hier, dann. Oder? Ach, verdammt. Ja, ich komme tatsächlich nochmal wieder an den Schacht ran, dann checke ich nochmal schnell die andere Richtung. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich aus dem Schacht rausklettere, dann geht's weiter vorwärts. Passiert was. Hi. Umkleideraum. Oh. Du. Oh. Ja, ich hab. Irgendwie nicht. Gewusst, in welche Richtung. Ich ja. Bin mir da auch nicht sicher. Hey, was ist das? Oh, Baby. Jetzt sag mir nicht, das kanntest du noch nicht. Doch, aber ich liebe es immer noch. wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Ich muss mal eben mein Geschäft nachgehen. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde. Ey, so lange brauche ich nicht. Na, wer weiß, was du da noch machst, wenn du dir sowas anschaust. Ja, ich meinte ja schon absichtlich das eine. Und dafür brauche ich keine halbe Stunde. Ich weiß gar nicht, warum du da überhaupt Details wissen willst. Ich habe mich danach gefragt. Nein! Du meinst jetzt natürlich, ich gehe pissen oder so. Da hat sie aufgelegt. Nö. Also, kurze Pause, ich check mal eben die Qualität der Aufnahme.